Ihr wollt Movement Techniques lernen wie Fade oder ACU, zum Beispiel Mental Jump, und ihr fragt euch, wie die meisten Streamer es gelernt haben? Dann habt ihr bestimmt noch nie von R5 Reloaded gehört. Eine gemoddete Apex-Version, was legal ist und ihr es kostenlos herunterladen könnt. In R5 Reloaded gibt es sehr viele Möglichkeiten. Einerseits kannst du dein Movement verbessern, indem du die alte Season 3 Worlds Edge Map spielst. Hier hast du sehr viel Zeit, auch alleine auf der Map zu trainieren. Du könntest Zipline Movement, Building Movement oder andere Movement Techniques wie Superglide lernen. Das ist aber noch nicht alles. Dein Aim kannst du auch verbessern. Dafür gibt es bestimmte Mods, die du installieren kannst. Da wäre einmal die Flow State Mod. Damit kannst du dein Aim super verbessern. Aber das zeige ich euch mal in einem anderen Video, wie man das installiert. In diesem Video zeige ich euch, wie man R5 Reloaded installieren kann und was ihr alles benötigt. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, welchen Legend ihr momentan maint. Viel Spaß mit dem Video. Was ihr heute unbedingt braucht, sind einmal Origin, WinRAR oder 7-Zip und einen Torrent. Ich benutze den QBitTorrent und habe es unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt aber auch einen anderen Torrent benutzen. Aber warum brauchen wir Origin? Origin muss im Hintergrund offen bleiben, damit der Client auch funktioniert. Ihr müsst nicht Apex auf Origin installiert haben, aber Apex muss in eurer Bibliothek gespeichert sein. Den ersten Schritt, den wir machen, ist, deren Discord-Server zu joinen. Warum? Damit ihr mir keine unnötigen Fragen stellt, die ich selber nicht weiß. Deswegen geht ihr auf den Discord-Server, geht dann auf Questions und stellt dann halt Fragen, wenn ihr Fehler habt oder Hilfe braucht. Oben rechts haben wir noch ein Hashtag-Symbol, wenn ihr darauf geht, sind da halt die Probleme, die auch am meisten aufgetreten sind. Und da könnt ihr mal hier drauf gehen und dann wird das einmal gut erklärt. Ich habe den Link zum Discord-Server in meinem Videobeschreibung reingepackt. Als nächstes starten wir unser Torrent, den wir installiert haben. Wir gehen dann einmal hier oben links und fügen dann diesen Link hier rein. Diesen Link habe ich in meinen Videobeschreibung reingepackt. Wir gehen dann einmal auf Herunterladen. Ihr wählt dann einen Ordner oder einen Abspeicherort aus und das ist bei mir der Fall jetzt Desktop. Dann drückt ihr einmal OK und wartet, bis es fertig installiert wird. Wenn ihr fertig seid, dann drückt ihr einmal auf Fortsetzen, manuell erzwingen. So, als nächstes installieren wir den SDK-Ordner und den Link habe ich auch in den Videobeschreibung reingepackt. Deswegen gehen wir einmal auf die Seite hier und laden uns den depot.zip-Datei herunter. So, wenn ihr es installiert habt, dann entpackt ihr das mit WinRAR oder 7-Zip. So, wir haben das jetzt entpackt und jetzt öffnen wir einmal unser R5 Reloaded Ordner, machen das mal klein und öffnen unser Depot Ordner, ziehen das hier nach links. Ihr kopiert dann alles von Depot, was ihr hier habt, kopiert hier einmal und fügt es dann hier rein. Weil ich das schon gemacht habe, muss ich das nicht machen. Aber bei euch müsst ihr es genauso, wie ich es gerade erklärt habe, machen. So, das war's. Wir sind jetzt fertig. Als nächstes öffnen wir Origin, weil das im Hintergrund offen bleiben muss. Und dann können wir dann R5 Apex starten. So, jetzt können wir starten. Achso, wenn euer Spiel nicht gestartet werden kann, weil da Miles Language Error steht, dann zeige ich euch, wie man das schnell fixen kann. Ihr geht einmal auf euren Respawn-Ordner und wenn ihr da drin seid, geht auf Apex, kopiert den Profile-Ordner, geht dann in Apex FNF rein und fügt das hier ein, geht dann darauf, geht dann auf Profile und sucht dann Miles Language. Das muss hier irgendwo sein. Ich finde es gerade nicht. Hier schreibt ihr dann Englisch rein. So, speichern, zumachen und dann müsst ihr euer R5 Reloaded dann gehen.
So, wenn ihr in L5 Reload drin seid, dann müsst ihr es genau so aussehen. Ihr geht dann einmal auf Create Server, Select Map und wählt dann World's Edge aus. Dann geht ihr Select Playlist und nimmt dann Survival Dev. Und dann drückt auf Start Game. So, wenn ihr im Game drin seid, dann drückt ihr einmal den Knopf, womit ihr eure Konsole öffnen könnt. Und schreibt dann da -/ Cheats und dann eine 1 rein. So, dann schließt ihr das einmal und ihr könnt dann unten links dann Dev-Menü reingehen und verschiedene Abilities nutzen. Ihr könnt eine Waffe nehmen, die ihr jetzt wollt. Das ist jetzt zum Beispiel Mastiff hier. Ihr könnt jetzt euer Charakter wechseln und alles Mögliche. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es genauso war, dann lasst ein Abo da und liked das Video. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!